Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu mehr Pokémon Kristall. Ein wieder mal? Was? Ja, genau. Willkommen zurück. Wir haben ein wenig gegrindet. Ein bisschen getrained. Bei mir ist Knuffenser auf Level 18. Froggy, also mein Quapuzzi, ist auf Level 12. Flash ist auf Level 18. Und Ghost, also Nebulok, ist auf Level 14. Ja, bei mir ist The Rock. Ein Level aufgestiegen noch. Momo ist auch noch, ich glaube, ein Level. Und ja, unser neues Mitglied Capoeira alias Beyblader auf 12 jetzt. So, dann machen wir jetzt mal die Trainerin hier. Aha, ja, du weißt, wie bitte? Kampf, ich telefoniere. Oh, okay, aber oh, mach schnell. Was? Der Dialog. Du bist eine Süße. Was hast du denn? Snobili Cut, okay. Dito! Also das Pokémon Dito, nicht Dito, Snobili Cut, ne? Nice! Snobili Cut. Oh. Oh, nice. Heißt der Turtok gegen Turtok hier? Jetzt ist der originale Turtok gegen ein lila Turtok. Deckel. Komm, Crit. Schade. Doch, war ein Crit! Mit Ansage, ja, nicht wie abgezogen. Knuffenser versucht Stachelspore. Welcher Tag hast du nochmal? Giftbruder, Schlafbruder, Rankenhieb, Wachstum. Wachstum, ja. Wachstum ist ja eigentlich gut, aber Ich frage, was willst du lieber? Giftbruder oder Stachelspore? Gift, da besteht die Chance, er kann halt immer angreifen. Dafür verliert er jede Runde KP. Ja, gut. Spore, ja. Ist halt paralysiert. Ja. Ach, weißt du was? Schon den nächsten Trainer. Ja, weißt du was? Ich, paralysieren kann ich auch mit Blitzer noch, also. Jetzt kommt der Typ davon. Camp bei Erwin, hör auf zu campen und er kommt mit Tyrakrok. Wo ist der Trainer? Da. Ich glaube, da rechts neben dem Wasser ist glaube ich noch ein Angler oder so. Da sind drei Trainer. Da sind sogar drei. Nein. Hat er mir einen Hubbelupf. Schon das zweite Mal, wenn man hier in Tyrakrok findet. Mal gucken, wann kommt der Part, wo man endlich ein Mewtwo sieht oder ein Mew? Und wer von uns wird es sein? Und dann auf einmal gleichzeitig beide. Jo. Wie Xerox. Jetzt kommt jetzt vielleicht die Angler recht, die kommt dann mit Feuer-Pokémon an. Ja. Wollen wir die echt direkt machen? Ja. Müssen wir dann sowieso vorbei. Okay, wir können jetzt unten durch den Gras, aber. EP, ne? Train hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ist die mal weiter hin? Wieder. Ist ja keine neue Route hier, ne? Ja. Ne. Nächster Encounter ist wieder, ist erst die Höhle. Zapdos. So. Das ist immer noch fetter. Mal sehen. Mein erster Angler, der hat ein. Normalerweise hat der linke zwei Quaps gehabt. Gehabt, Steinschalosch. Ein Natu. Ein Europe, okay. Ja, bei dir halt schon mal mit Wasser-Pokémon. Perfektes Fressen für Knuffenser. Ja, ich glaube, wir sind etwas overlevelt, kann das sein? Denke ich nicht, also normal, wenn ich normal die Edition spiele, bin ich auch halt auf den Level. Ein X-Bart. Okay. Mir kommt das Tentacher an. Tentacher ist so ein Hass-Pokémon von mir, genau wie Tentoxa. immer dieses Superschall hier, dann da, hier vergiften und all ja, sowas. Superschall sagst du gerade. Hat X-Bars eingesetzt. Aber ich, als ob ich das immer predikten würde. Ich habe immer die richtige Beere auf Blitzer. Ich hatte jetzt eine Bitterbeere. Ey, du musst dann gleich achten, was der Typ sagt, wenn du den besiegt hast. Er sagt einfach nur so, Platscher. So, mal gucken. Und der nächste. Der Angler Albrecht. Mit vier Pokémon. Platscher?
Krabi. Was ja schon mal. Der Typ, der untere, der hat eigentlich 4 Carpador gehabt. Mal gucken, bei mir hat er ein Tyrakrug. Aber ey, die bleiben mit Wasser-Pokémon, kommen sie hier fast nur an, ne? Ein Tyrakrug Level 5. Auch mal ein bisschen Abwechslung, jetzt hat man bei mir einen Tyrakrug gesehen, jetzt wieder bei ihm auch wieder. Kommt doch mal mit ein paar anderen. Echt? Oh ja, da sag ich ja, jetzt kommt ein Traunfugil. Jetzt kommt bei mir ein Ibitak, wahrscheinlich. Okay, das ist ein Fall für Notarzt. Was? Nein, für Blitzer. Notarzt? War eigentlich so mehr oder weniger aufs Porto rausgegriffen. Das ist ein Fall für Notarzt. Och, Tech, warum gehst du daneben? Frühenschlag, bitte trifft keine 5-mal. Okay, 2-mal ist gut. Warte, warum zieht er so wenig? Oh, ich hab Arcock. Auch wenn es resistet. Professor Rechner mit 20, yay! Scheiße. Teddy Ursa. Achso. Warte mal, das Meryl ist ja auf 15, sehe ich gerade. Wie? Deine Trainer. Alter, der greift. Ach. Scheiße. Face Mirror? Hat der Pokémon ja. 15? Ja, der 4 Pokémon. Dann hat er bei mir einen. Hä? Bei mir hat er keinen zu 15, what the fuck? Doch, müsste einen haben, Frey, setzt er bei dir später ein. Scheiße! Meinst du dem, der eigentlich 4 Carpados hat? Ja, ja. Er hat 3 schwache Carpados gehabt immer und einen auf. Habe ich wahrscheinlich das schon besiegt, weil ich hatte. Scheiße, mein Totschlag ist fast besiegt, ey. Ja, mit Walzer die ganze Zeit trifft. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich wechseln soll. Walzer, Steinattacke. Wäre eigentlich gegen meinen Carpador. Fass das Zutok weg, ey. Yo. Ja. Sein heißgeliebtes Zutok. Ja. So, ich kämpfe gerade gegen den nächsten Angler. Der hat einen. Ich weiß gar nicht, zu wenig rausgehen soll. Bei Walzer wird ja jede Runde stärker und er ist ja schon krass stark. Baymiller und Capoeira resistet das, aber ich weiß nicht, ob der trotzdem den Walzer überlebt. Aber ich glaube, nach einer bestimmten Anzahl von Runden hat es doch wieder die normale Stärke, oder? Ja, bis es daneben geht, sonst wird es immer stärker. Ja, bis es daneben geht. Aber. Einen normalen. Mal ein paar Tränke demnächst. Scheiße. Was soll ich machen? Also Turtle muss ich auf jeden Fall auswechseln. So, ich habe die Angler fertig. Catch mir jetzt das Item neben dem See. Links daneben. So, soll ich gehen? Geh zu The Rock. Weil du ist Steinsack auch, weil er Wohntyp ist. Vielleicht geht ihr jetzt auch daneben. Nein, geht natürlich nicht dann. Ich habe Sprudel gefunden. Oh, aber trotz, dass die so stark ist, sieht da noch jemand die Hälfte ab. Danke. Alter, wie oft trifft die Walzer-Attacke? Alter, Nein! Ist jemand gestorben? The Rock ist tot. Wer? The Rock. Oh. Ey, was habe ich für ein Pech, dass der so oft trifft mit Walzer, die nicht daneben geht. Kann halt gut tanzen. Ja, ein gutes Pokémon weniger, ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Walzer, ich wusste gar nicht, dass Walzer so oft treffen kann. Jetzt muss er aber gleich daneben gehen, bitte. Jetzt zum Mumu raus. Also, nee, ich weiß, ich habe perfekte Idee, ich setze Schutzschild ein. Ja. Mach keinen Blödsinn, ey. Jetzt geht nämlich daneben und jetzt hat er wieder normale Stärke. Gut. Boah, hätte ich vorher machen sollen, ey, Schein, mein The Rock. Problem ist, da denkt man halt vorher nie dran, ne? Scheiße. Alter. Tja. Hätte ein gutes Geowatz werden können. Ja. Halt, jetzt
dieser Waldsaal. Boah, aber da sieht man wieder Meryl und Walzer, ne? Das ist. Boah. Mhm. Oh, jetzt. Pyrigon 2. Jo, 2 sogar. Ja. Gut, dann mach ich Monster. Ey, ich gehe jetzt safe erstmal zurück zu Pokémon Center und ich hol mir. Da war ich schon mal alle geschafft. Ich hol mir jetzt erstmal ein paar Tränke. Scheiße, mein The Rock. Münzamulett, okay. Und somit ist auch mein erstes Pokémon-Sieg. Ich dachte, der tut den. Weil der erste Walzer, trotz dass er so stark ist, hat er noch überlebt. Also hat noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Was war denn The Rock denn? Genau wie der. Da dachte ich, weil der Walzer noch nicht mal die Hälfte abgezogen hat, dass vielleicht hat er den nächsten Start noch so knapp überlebt, aber hat er dann doch. Hat wahrscheinlich den Punkt genau mit dem KP passt, da wette ich. Leute, The Rock. Meine schöne Zeit. Ruhe in Frieden. Rest in Peace. Ach. Machen wir beide unsere ersten Encounter weg. Ich mein Krabi und er sein Georock. Ach, Zeit, die waren schön mit ihm. Ja, meine Zeiten, die waren eher auch schön mit Krabi. Hat nicht ja, du überlebt. Hast ja auch echt lang. Hey, meine Schweigeblut, Georock. Danke. So, jetzt mache ich noch kurz den Trainer vor der Höhle und dann warte ich auf dich. Kannst in Pokémon Center, was da ist, dann kannst du übrigens eine Angel holen. Oh, okay. Vogelfänger, mal gucken, was hat er denn? Oh, oh, sogar gut. Fängt er mit dem X-Bad an. Nee, meinen Georock legen. Oder freilassen. Doch, aber ich tue die lieber in der Box weg, ablegen, weil so Erinnerungen weiß. Noch. Und dann geht er angucken. Tschüss, Rock. Warte. Oh, ne. Tschüss, Rock. Du warst ein schönes Mitglied. Aber nur noch Austos, was ich gegoogelt habe, der ist ab 33 scheiß Stachler erlernt und ab 41 Dornkanone. Und das war's. Aber 2 Wasserpunkte und ein Kamm. Oh man, braucht mehr verschiedene Typen. Du Kusila, bitte küsse mich. Warum guckst du mich so an? Ich hab nichts gemacht. Wahrscheinlich wird eifersüchtig auf Ruhe. Ja, natürlich. Das klingt jedes Mal so falsch. Wollte jetzt auch falsch klingen. Eifersüchtig auf Momo. Die ist nicht so groß wie meine. Warum ist meine so glitschig? Warte, der letzte Wassertyp hier. Oh, ich dachte jedes Mal, wenn jetzt ein Meryl kommt. Mirapla. Gut. Hält mir. Kritzt mich an. Möchte sterben. Tschüss. Juhu. So, Froggy. Level 12. Gegen ein Monster Level 8. Wäre cool, wenn wir die Attacken auch gerandomized hätten. Ach, er kriegst du viel doppelt oder so. Davor so ein Mozi mit Eisstrahl. So, was hast du, Teenager? Ein Indivier.
Headbang machen mit seinen Platten auf dem Kopf. Ein Phlegmon. Du bist Frischfutter eigentlich für die beiden Pokémon, aber gut. Mach ich dann mal, weil du resistest Wasser. Wasser resistet Wasser. Seems obvious. Aber ich bin mal froh, dass ich nichts geschwommen ist, Mittag. Boah! 3 KP hat er. Das wäre gewesen. 3 KP? Jo. Wollen wir hier nochmal heilen? Angel holen und dann mach ich mal. Trainer. Schießt er mal rum oder was macht er? Ich hab grad gegen den Vogelfinger gekämpft, der vor der Küche steht. So, jetzt hol ich nochmal die Angel. Hätten wir dann eigentlich noch einen Encounter? In der Route nicht, nein. Wenn ein Encounter in der Stadt, wo Wasser ist, noch ganz cool das. So, Angel. So, was hast du denn hier, Vogelfinger? Du hatte 3 oder 4? 3. 3. 3. Sage 3. Du. Ja, bei mir hat auch am Anfang. Bei mir hat auch am Anfang ein X-Ball gehabt. Zählt dazu. Ruhe kann fliegen oder so. Mehr oder weniger. Ja, du auch. Zählt. Fliegen. Ja. Aber warte mal, war das nicht so? Ach ne, Dodri kann auch fliegen. Ja. Die heben dann noch weiter ab. Die waren dann so Helikopter-Moves mit ihren Köpfen. Wenn nicht. Warte ich jetzt hier vor der Höhle? Ja, ich warte. Und ich warte. Oh. Soll ich gegen. Guck mal, das Pummelhof mein Beyblade ab. Guck unbedingt ganz gerade beim Prime Gamer rein, denn bei ihm geht gerade noch der Punk ab. Bei mir ist es einfach nur rumgestehe. Achso. Guck mal. Pummelhof wurde besiegt. Vogelfänger Rico. So, ganz in der Höhle. Yay. Time for a new encounter. Einheitstunnel. Oder willst du ein Wasser-Pokémon? Dann kannst du angeln. Jetzt ist es zu spät. Mein Encounter ist. Bruh. Hm? Das ist ein Radikal. Obspross. Yo. Rakikagel, Radikal. So, Hypnose. So ein Hauptspross und Blubber. Was ist denn? Blubber ist jetzt Rot. Nein, das dachte mir nicht, dieses Hauptspross kann nur Platscher. Hauptspross kann am Anfang nur Platscher, ja. Oh, der kann auch Synthese. Trotzdem ja, auch Spross, ey, bäh. Weißt du was? Ich, pfeife auf das Satika, ich mach's kaputt. Sonst wahrscheinlich zu viele Pokébälle an das Viech. Schon welche verschwendet, oder was? Ja. Und ich versuche mal mit Froggy zu schwächen. Ich fang's erstmal. Pflanzen-Pokémon ist ja. Okay, ich muss er ja nicht für immer haben im Team, aber erstmal anfangen. Kannst du mit Blubber kann ich eigentlich gut schwächen gerade. Und da hab ich meinen Hauptspross. Bei Papunga ist eigentlich nachher nicht so, ne? Na gut. Oh, wie nenne ich denn das? So, Punktball. Nennt man Hauptspross halt nachher zu einer Art Löwenzahn wird. Und Dandelion? Wie? Dandelion? Also Löwenzahn auf Englisch? Wie schreibt man das? Passt das überhaupt? Also ein Dandy? Ja, mit, ich mach dann vielleicht nur Dandy. Mach ich dann. Ein Dandy, also mit Y am Ende. Mit A oder E?
A. Dann N, D, Y. Dann hättest du einfach Lion. Passt aber, ich nenne ja dann I. Okay, ich habe Rottigau gefangen. Und eben noch wird's wohl heilen brauche ich dann nicht. Was trinke ich erstmal, denke ich mal. Rattigau, Ratte. Auf der Suche nach Nahrung kann es mit den Schwimmhäuten an seinen Hinterbeinen Flüsse durchqueren. Okay. Ich kann das schlimme Pokémon hier sehen, was ich noch kriegen könnte. Ein Merrill. Yo. Rattigall. Ich will dich nicht im Team. Ich will dich nicht. Ich nenne es, Oh, Angriffsplus. Wie nenne ich Rattigall? Scheiß Merrill, dann will ich nicht. Wie kann man einen Rattigall nennen? Ratatouille. Ratatouille. So, was? Mit Doppel-T. Oh, wei. Ratatouille. Hast du sogar? Ja. Ratatouille. Hast du auch schon ein Item ausgesammelt? Links? Es ist bei mir ein. Wow. Aber ich habe leider kein Feuer-Pokémon. Ich habe Holzkohle. Kriegt man ja eh nachher auch noch. Ja? Ja. Da haben wir komplett vergessen den Pokémon Gold LP. Wie? Nachdem du den Typen da geholfen hast, sein Porenta zu geben, kannst du zurück zu der Stadt gehen und in ein so ein Haus reingehen. Und dann gibt der eine Typ, der dir geholfen, den du geholfen hast, Holzkohle. Ach so. Schon wieder Mirapla. Bei mir hat der erste Wanderer einen Omut. Bei mir hat er einen Uwein gehabt. Hier mit Pflanzen und ich will ein besseres Pflanzen. Otogel. Das Umut war bei mir vorbereitet. Es hat Gesichter auf Neodot gemacht. Ich brauche einen anderen Typ. Ich will einen Donner- oder Feuer-Pokémon haben. Ey. Das ist mein Tralala. Mein Ding Ding Dong. So, mal gucken, was hätte ich hier noch kriegen können? Ich hätte hier noch ein Moorlord. Okay. Besser als ein Radikal. Ja, aber ich habe. Wasser-Pokémon hast du noch nicht. Klar. Kapuzzi? Ach ja. So, zweite Wanderer besiegt. Okay, was hat der zweite Wanderer bei mir? Er hat ein Galopper. Ich kann hier einen Shiki in der Höhle fangen. Yo. Shiki brauche ich nicht, ich hab einen Vater. So, du Feuerspucker und was hast du? Super, super Schall verwirrt meine Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. So. Dieser Knoss hat einen Feuerspucker. Ah, alles klar. Komm, ich greife dich jetzt die ganze Zeit mit Schlecker an. Mit dem Supermarkt, mit dem ehemaligen. So, Galopper ist besiegt. Ahnung. Panzer Aeron, yo! Resistet ein. Resistent Schall-Pokémon Geistattacken? Ich wüsste. Sehr aus der Stahl. Mhm. Glaub nicht. Ja. Doch, bitte. Wie resistet. Echt? Jo. Top-Trank. Oder ist das wegen dem Flugtyp? Nee, er kann auch nicht. Ha. Ich knall mir jetzt einen Donnerschock ins Gesicht. Gucken, ob auch irgendeiner von uns mal irgendwie einen Shiny treffen sollte.
dürfen wir erfahren. Ja, also, wenn man jetzt auch wenn wir einen Encounter da schon gehabt haben, so als Preis, dann kann man dann trotzdem eine Box abholen. Was? Oh! Könnt ihr ein Elektrik kriegen? Yo. Ey, das hätte ich gebraucht können, so ein schönes Donnerbock geworden. So, Fluch soll ich, gebe ich dem nicht. Ein Ammonitas. Okay. Top Schutz, er ist Top Trank, jetzt Top Schutz. Jo. Sehr top. So, Burkhard wurde besiegt. Jetzt komme ich zu dem Feuerspucker. Ich bin gleich ein Typen, der normalerweise Schleckmann hat. Ein Landturn hat. Nein, ein Feuerspucker hat einen Landturn, jo. Schick. I shake it out. Guck mir in die Augen, ich will hier um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon, dann bist du mein Rivale. Dann ist ja jeder auf der Welt ein Rivale. Dann ist jeder Pokémon-Trainer. Kabuto. Okay, das ist in Ordnung. Ein Feuerspucker hat einen Bullpix. Das geht. Das geht. Ja. Was kann man machen? Hat er nicht auch im Original einen Bullpix? Nee, der hat tatsächlich gar keine Feuer-Pokémon. Der ganz. Aber Bullpix hat eine in der Höhle. Das ist der kurz vor Ende der Höhle. Ach so. Der hat normales Bullpix. Aber der Feuerspucker, der hat normalerweise, ich glaube, 2 Smogons gehabt. Okay. Gott, hätte es hinter sich gebracht. Schutz oder so? Außer jetzt Top-Schutz. So. Nein, nur der Top-Schutz. Jetzt gehe ich dann nach links und guck, was der Pokémaniac, glaube ich, ist hat. Ja, und da sind noch Items, ne? TM6. Was ist hier? Rau. Schon wieder nur Holzkohle. What the fuck? Ich hab die TM Raub gefunden. So, was? Ein fucking Ho-Oh wieder. Yo! Zum dritten fucking Mal. Ihr wollt mich doch verarschen. Also war das der Pokémaniac? Hundemon. Hundemon. Alter, wie oft krieg ich ein Ho-Oh hier? Jetzt mal jetzt. Alter, der Typ hat einen Hundemon. Feuer und Licht. Ich gehe mal mit Kapuzzi rein. Aquaknarre. Freundesball? What the fuck? Nehmen wir. Fördert Sympathie bei Wild-Pokémon. Ah, alles klar. So, Aquaknarre. Ist kein Crit mit Glut. Alles klar. Was geht? Wahnsinn, Sala. Trainer oder Wild? Jo. Aber irgendwie, das ist ja eigentlich keine neue Stelle oder so, weil wenn du hinter den Pokémaniac da die Treppe runtergehst. Da merke ich, kommen andere Pokémon als in der eigentlichen Höhle, aber da ist ja immer noch dieselbe Höhle. Dieselbe Höhle, ja. Weil bei mir kommt da so ein Tauboga, Ho-Oh und Simsala. Der andere Pokémon, die hier normal sind. Trotzdem ist es und Hypno. Boah, und ich krieg so ein behindertes Hopp-Spross, ne? Bei mir wäre ein Schneckblatt noch gekommen. So, welches Item ist da unten? Gegengift. So, gucken, was kommt da in der Treppe, wenn ich da reingehe. Ein Item.
Da sind noch zwei. Meinst du hinter dem Pokémaniac? Ja. Ja, sind zwei auch. Ganz links ist eins und rechts. Ich hätte hier ein Evoli kriegen können. Die Frau. Oh, Evoli. Also dieser Sprite hier, der sieht einfach aus wie ein Haufen. Ich sag's nicht. Scheiße. TM35. Jetzt guck mal, das. Schlafrede. Okay. Gorilla, guck. Nee. Ich bin jetzt gleich aus der Höhle raus. Du cheatest. What the fuck? Ein Dummiesel. Wie dumm. Okay. Top-Genesung, okay. Alle diese Top-Items. Sind alle im Top-Zustand. So, ich bin Route 33. Hier könnte ich einen neuen Encounter machen. 8 Pokéball, ein Freund. Morlord. Ey, gehst du aus dem Weg, du blöde Bitch. So, ich geh mal ins Gras und guck meinen nächsten Encounter an. Aber nicht ins Gras beißen, ja? Ja. Und es ist ein... Ist geil, aber ich hab doch jetzt schon einen Kampftyp. Bei mir hat der Feuerspuck am Ende einen Ditto. Ey, das ist ein Kickli. Ich hab doch jetzt schon Capoeira. Jo. Aber egal, ich versuch trotzdem... Irgendwie... Mal super schallen. Sicher, also als wieder safe Pokémon Backup. Dann würde ich aber sagen, wenn wir beide den Encounter haben, dass wir dann die Aufnahme wieder beenden werden. Ja, da ist dann noch. Ja. Wir haben jetzt schon wieder 32 Minuten. Pidi. Darf ich mal bitte aus der Höhle raus? Ich hätte hier einen Magma kriegen können. Ey, ich Elektrik, du Magma. Alter. So, versuchen wir mal. Machen wir mal erstmal ein Freundesball. Oh, warte, da ist noch ein Item. Lass uns die Sympathie steigern, Kickli. Giftstich. No, hätte fast geklappt, hat schon dreimal gewackelt. So, Route 33. War das Mädchen schon immer hier? Aber es ist keine Trainer. Okay. Eine Gegengiftbeere. Och, musst du immer beim letzten Mal rauskommen, ey. So, mal gucken. Mein Encounter auf Route 33 ist ein... What the fuck? Es ist ein Arctos. What the fuck? Sein erstes Legi, ne? What the fuck? Und ich hab der Kickli gefangen. Es aber das nehme ich noch nicht. Es ist ein Arctos, Alter. Ja, viel Spaß, ne? Ja, erstmal die Hose, ne? Ja, Kickli. Tue ich hier erstmal eine Backup-Box. Das ist ja erstmal nicht das offizielle Team und. Wie nennen wir den denn? Bruce Lee war auch der Kicker, ne? Red. Komm, nennen wir den so. Genau wie hier. Let's andenken. Gold-EP. Mhm. Bruce. Lee. So, der kommt dann erstmal in der Backup-Box. Junge, ein Arctos, Alter. Kennst du von Tabaluga TV? Arctos Superspiel? Versuchst du ihn jetzt zu fangen, oder? Ich schwächte ihn gerade ein bisschen. War schon. Kommt auch noch. Wie schnell der halt auch immer aufwacht. Hast du jetzt Stachelspur oder Giftpuder eigentlich gelassen? No, also ich hab Giftpuder. Weil paralysieren kann ich die Gegner halt auch mit Blitzer.
Das mache ich jetzt immer, wenn ich Mumu hole. So. Pokéball, ich habe nur noch 3. Auf geht's. Wenn du jetzt mit denen den fangen kannst, ne, dann Respekt, wenn du das schaffst. Hat nicht mal einmal gewackelt. Muss ich klicken. Ja, genau. Wackelt dann wenigstens einmal, wie bei meinem Ende. Alter, Arktos, Mann. Go, ich hatte Lavados, Zapdos und dann letztes. Es hat zweimal gewackelt. Oh. Komm, letzter Ball. Ich glaub nicht daran. Nee, nein. Na. Ich glaube, so Legis, da kann man erst fangen, wenn wir so langsam bei den Hyperbällen sind. Ja. Oh, jetzt hat er einen Machomai auf 11. Nein! Jetzt habe ich den Trainer getriggert, ey. Mies. Okay, dann. Bubbles. Den Trainer halt noch mit. Er hat ein paar Punga, okay. Oh, fucking Machomai. Fucking Arctos. Ja, gerade der Trainer bei mir. Bist du auch beim Wanderer? Ja. Warum hast du denn nicht benannt? Wie? Buhu. Buhu, ja gut. Hätte ich auch machen können. Oh, Wanderer. So. Oh, geht auch schon mal in die Stadt, legt ein Busli ab und. Legt sein Busli ab. Schau, 20 Schritte haben wir noch. Ich bin gespannt, was nachher der Dings haben wird, der Rivale, was er sich noch gefangen hat. Richtig, der kommt ja. Mhm. Da bin ich. Hast du mich gerade nachgeholfen? So, Bruce Lee, du kommst hier erstmal in die Box. Wenn der Backup in der Todbox. So. Lass ich erstmal im Team. Eigentlich kann ich jeden Encounter gebrauchen. So. Dann bleibe ich jetzt vor dem Pokécenter stehen. Was ist das? Ich hab. So. Ich bin jetzt auf dem Pokécenter. Sehr gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es heißt mehr Pokémon Kristall Randomizer Nachslog Challenge. Jo, haut da rein. Bis dann, ciao. Tschüss.